Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hicklands mit mir, dem Terminus. Ich starte aus einem sehr speziellen Grund im Drachenmaul von den Lucky Mans. Erstmal nichts Falsches drücken, bevor ich wieder runterknall. Weil ich war mit dem guten Schulli auf Abenteurerreise und habe Elytren gefunden und ein paar Diamanten und Shit. Ich meine, ich bin jetzt Full Dia. Ich habe kein Stück Dia-Armor gebaut. Habe ich alles gefunden im End. Das End ist super awesome. Und möchte euch sagen, warum habe ich das denn nicht aufgenommen? Das war super spannend. Ganz einfach. Kurze Werbung. Ich bin meistens dabei in den Streams von dem guten Schulli. Wir streamen meistens so Freitag ab 19 Uhr. Meistens, muss ich immer sagen, meistens. Da eben Dark Souls, Minecraft oder zurzeit auch Stardew Valley. Kommt auf jeden Fall mal vorbei. Sind lustige Dinge passiert. Passiert meistens Lustiges. Und ich bin jetzt voll hier. Ja! Erstmal Epilepsie. Gut. In dieser Folge möchte ich eigentlich meinen Pilz fertig machen, den ich auch im Stream weitergebaut habe. Die haben mir auch Kühe geholt im Stream. Und ich habe einen Profi bekommen. Ich habe einen Profi bekommen, Leute. Und übrigens, meine Hosen gehen nicht kaputt, die haben Reparatur. Alles geil. Okay, gut. Ich brauche Weizen. Auf meinem Pilz sind Monster. Aber nicht hier oben, oder? Gut, alles klar. So, der gute Plasima hat langsam sein Luftschiff fertig. Finde ich geil. Ich bin mit meinem Pilz weiter vorangekommen. Ich habe jetzt hier schon den Pilzkopf, glaube ich. Heißt das so? Pilzkopf, Pilzkrone, Baumkrone, Pilzkopf. Pilzhut! Hut heißt das, oder? Ja. Damit habe ich schon angefangen mit den roten Lehmblöcken, die ich hatte. Ich werde den ganzen Pilzhut erstmal aus roten Pilzblöcken machen und runterziehen. Und dann nicht die weißen einfügen als Punkte. Also wenn ihr einen Pilz vor Augen habt, auf mein letztes Thumbnail waren immer welche, Super Mario mäßig. Da werden halt diese weißen Punkte überall noch eingefügt. Das mache ich hinterher, wenn ich dann gucke, wie das aussieht. Aber eben nicht mit weiß, sondern mit so einer lilanen, mit so lilanen Blöcken habe ich noch. So leicht lila, ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Aber weil ich jetzt überhaupt keinen Bock habe, diesen Pilz weiterzubauen, tut mir auch leid, Plasima, der langsam will, dass wir fertig werden. Matt baut ja auch nicht weiter. Da habe ich keinen Bock drauf. Werde ich mir jetzt... Schnauze halten, Zombies. Jetzt ein bisschen Erde nehmen. Ich habe keine Erde, oder? Nein, egal. Ich werde mich jetzt erstmal umsehen. Ich werde mich jetzt erstmal schlafen legen und mich dann umsehen. Total verpeilte Aufnahme, aber kennt man ja. Also wie gesagt, gucken den Streams vorbei, weil wir hatten auch echt Probleme. Wir haben zwei Elytren gefunden. Die sind ja immer so Bilderrahmen. Und die sind anscheinend auf Highlands auf dem Server richtig verbuggt. Du kannst nichts reintun, du kannst nichts rausholen. Und das war ein Problem. So, hier wollte ich hin. Ich wollte mich auch ein bisschen umsehen, weil der gute Plasima hat anscheinend leider alleine bisher. Soll ein Community-Projekt sein, aber gut. Beziehungsweise ein Gruppenprojekt. Community ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Der liebe Plasima hat angefangen, hier so ein Disney-Schloss hinzusetzen. Und da dachte ich mir, ist geil. Da würde ich ihm auch gerne helfen, aber ich brauche natürlich erstmal meine Lehmblöcke für mich. So habe ich mir überlegt, wie wär's, wenn ich hier den Turm erstmal so ein bisschen auskleide. Das Problem ist, ich weiß nicht wirklich, wie er das nach hinten hier weiterführen will. Und das ist ein größeres Problem. Ja, das ist schlecht. Wo ist denn die Mitte von dem Turm? Pass mal auf. Wir machen das hier mal zu. Von vorne soll das nicht begehbar sein. Vielleicht kommt hier auch nicht so eine Tür rein. Eisentür könnte hier natürlich rein. Also ich lasse es mal so offen. Und dann hätte ich hier gerne... Lass mal sehen. Ich probiere einfach mal aus.
dann haben wir doch schon mal was. Ganz ehrlich, zur Not. Plasma, gerade dir, weil du irgendwie so der Leiter gerade sowieso davon bist. Wenn es dir nicht gefällt, brenn's ab. Ich versuch einfach mal. So, da bin ich wieder. Ein bisschen Holz geholt, andere Sachen gemacht. Hab jetzt eine Effizienz 4 Glück 3 Diamant-Axt. Bringt mir Glück auf einer Axt irgendetwas? Nicht, oder? Geil. Egal, wir haben hier Holz, das ist das Wichtigste. Du musst weg. Das will ich. Das muss noch aufgehübscht werden. Auf jeden Fall brauche ich wieder. Holz, Holz. Genau. Dann brauche ich mir erstmal Treppen. Und noch ein paar Schlebbis. Schlibbi-Schlabbis. Und dann ist ja fast schon gut. Oh, eins wollte ich mir noch machen. Ein Bettchen. Dass ich nicht immer den Berg hochlaufen muss, wenn es Nacht wird. Ja, stelle ich einmal mal rotzfrech hier hin. Nein. Hier hin. So, alles wieder abgerissen und eins höher gesetzt. Mal sehen, ob das so geht. Ich will, wie gesagt, einfach das hier alles ein klein wenig enger machen. Und dann da einen Zaun drauf prügeln. Weil ich will schon hier das erhalten, wie es ist. Und wenn ich hier direkt einen Zaun mache, dann ist das einfach zu eng zum dran vorbeigehen. Darum mache ich das jetzt so und hoffe, dass das annehmbar aussehen wird. Bum, 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 bam, bam, bum, bum, bum. Hier darf ich nicht weitergehen. Hier muss man ja noch hochkommen. Bam, bam. Na, dann kann man hier so runter gucken. Ich frage mich, ob das nicht vielleicht sogar schon zu weit ist. Ba, 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 ba. Und hier braucht man das nicht. Hier kann man einfach runter. Gut. Was ich hier machen will, ist natürlich nicht Plasmas Schloss kaputt machen. Das liegt mir fern. Oh, das hätte ich jetzt gerne angepasst. Oh, wie habe ich das gemacht? Ich habe die mittlere Säule ganz rausgeprügelt. Hier mache ich mal rein, weil das... Finde ich, sieht komisch aus. Tut mir leid. Okay. Das habe ich doch jetzt schon wieder vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier umsetzen soll. Ich glaube, die Säule kommt komplett raus. Ja. Hier ist das anders. Ich glaube, hier habe ich das einfach zugebaut. Alter. Ich verstehe es nicht. Wieso sind das asymmetrisch? Da kann man hier theoretisch sogar noch so einen Balkon draußen hinmachen. Das ist geil. Ich glaube, die lasse ich da. Mache ich das mal auf. Auf. Das reiße ich kurz ab. Weil da glaube ich, dass Plasma sich dran stören könnte. Wenn da so ein Kackstift ist. Natürlich ebenso Kackstift. Oh, willst du da sowieso Fenster reinmachen? Die sollte ich integrieren. Wenn Plasma jetzt tatsächlich schon anfängt, Fenster zu bauen, dann sollte ich das irgendwie schon gucken, dass ich da nicht gegenarbeite, sondern mitarbeite, ja. Aber ich muss jetzt ein paar Mal hin und her rennen, weil ich aber doof bin. Hier nach rechts, okay. Das hätte ich gern symmetrisch, wie gesagt. Aber hier, den Turm will ich nicht machen. Den soll hier irgendwer anders machen, dass es anders aussieht. Das wäre mir so ein Anliegen, dass sie einfach unterschiedlich aussehen. Das wäre einfach sehr cool, finde ich. Übrigens, Plasma sieht bisher super awesome aus. Bitte weitermachen. Aber ich habe gesehen, wie du deine Fenster gemacht hast. Die stehen bei dir hier so ein bisschen raus. Und ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das versuche ich auch und leg mich dabei voll auf die Fresse, Plasma. Wie wäre das? Ist das eine gute Idee? Ist eine gute Idee. Mein Gott. Weg den Shit. Also ich hoffe, ich baue jetzt nicht ganz gegen Plasma. Wie gesagt, das ist nur ein Vorschlag. Natürlich mache ich jetzt hier sehr viele Einzelheiten rein, die schwer sind wieder abzureißen. In dem Fall würde es mir leid tun, aber sonst hoffe ich einfach, dass man damit leben kann, dass das
annehmbar ist, wie gesagt.